Wir sind hier in der Apostel-Paulus-Kirche. Draußen fahren die Skater an der Kirche vorbei. Und hier feiern wir und sind beieinander zu musikalischen Grenzgängen. Zemin Samawati hat uns mit 15 Musikern bei der Hand genommen. Dieses Ensemble verbindet den ganz fernen Osten mit dem nahen Osten und es ist eigentlich insgesamt Berlin. Alle Musik, die man hier in der Stadt hören kann, kommt hier in dieser Kirche zusammen. Mein Eindruck von diesem Konzert war eigentlich sehr spannend, weil ich fand es sehr interessant zu sehen, wie verschiedene Instrumente von verschiedenen geografischen Orten und Kulturen zusammen in einer Harmonie gebracht worden sind. Ich muss sagen, dass ich noch ganz geflasht bin von diesem Konzert. Also es gab mehrere Gänsehautmomente, die mich sehr berührt haben. Und ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, dass man eben über religiöse Grenzen, kulturelle Grenzen hinweg Brücken baut und sich einander die Hand gibt. Und dass dieses möglich ist vor allem auch, hat das Orchester mit diesem Konzert heute eindrucksvoll bewiesen. Und ich wünsche mir, dass solche positiven Beispiele für eine offene, vielfältige und bunte Gesellschaft noch viel mehr werden. Und kann nur sagen, vielen Dank für den heutigen Abend. Die Musik ist aufgegangen wie eine Blume auf der Grenze, so dass dann mit dem letzten Stück wir alle vom Klang erfüllt waren. Und in der Zugabe haben wir nicht damit gerechnet, dass alle Musiker so von Herzen musizieren werden. Hinter jedem Instrument, hinter jeder Musik steckt eine eigene Geschichte. Und nach diesem Konzert müsste es noch weitergehen, dass wir jeden Musiker fragen können, was hast du mit deiner Klarinette erzählt und welche Geschichte steht dahinter? Und so sind wir alle heute, die Religionen, die hier zusammenkommen und auch die Menschen, die nicht gläubig sind, an einem Tisch in der Apostel Paulus zusammengekommen und haben eine Grenze überschritten und waren verbunden in der Musik.